Mahlzeit, liebe Freunde der klassischen Dauerfeuer-Action in vorsinnflutlicher Seitenansicht. Heute habe ich mir mal wieder eines der unverwüstlichen Spiele meiner Jugend vorgeknöpft, dessen Qualitäten ich euch näher zu bringen gedenke. Ja, das passt sich auch ganz gut, dass ich gerade vom Zahnarzt wieder reinkomme und nur schwerlich ein Video kommentieren kann, denn die Vorzüge dieses Spiels, die kann man nicht beschreiben, die muss man hören. Damit kann ich mich in diesem Testvideo einfach auch mal ganz, ganz kurz fassen. Also, Super Turrican erschien Ende 1993 auf dem SNES. Das von Factor 5 weiterentwickelte Konzept des C64-Klassikers zeichnet sich durch superb gezeichnete Levelkarten aus, deren Farbtiefe nicht selten das SNES vollkommen ausreizt. Dazu gibt's tolle Mode 7-Effekte wie rotierende Endgegner und erstklassig-designte Sprites. Optisch eine gute Grundlage, um ein knallhartes Ballerspiel zu präsentieren, das auch spielerisch alles richtig macht. Wer es mag, nicht zu viel beim Ballern nachzudenken, dennoch ein paar interessant eingebaute Ideen und einen knackigen Schwierigkeitsgrad bevorzugt, der wird auch heute noch an diesen 12 Levels Gefallen finden, in denen es neben dutzendfacher Alien-Brut auch reichlich One-Ups zu finden gibt. Nun aber zum eigentlichen Punkt, weshalb ich auch nach knapp 16 Jahren nach dem Release immer noch in voller Anbetung auf die Knie falle. Die Musik. Diese gnadenlos genialen Kompositionen von Obergott Chris Hülsbeck muss man einfach mögen. Wunderschöne, rockige Synthi-Harmonien wechseln sich mit sagenhaft fiesen, teils disharmonischen, teils orchestralen Klängen ab, die zu 100% in einen Horrorfilm der Marke Alien oder Predator gepasst hätten. Für mich mit das Beste, das je ein SNES-Spiel zu bieten hatte. Wer was anderes behauptet, ist doof und stinkt. Ist schon beachtlich, wie man auch nach 16 Jahren immer noch diese Tracks nebenbei anhören kann, ohne überhaupt das Spiel zu spielen. Nun ja, um euch vom selbigen noch einen etwas besseren Eindruck machen zu können, sage ich einfach mal, lest den vollständigen Test auf gamealive.net und wie immer, gehabt euch wohl. So, jetzt aber viel Spaß beim Lauschen. Ich bin raus, ja, und bis die Tage.